Tod reiste weiter und fand noch immer Verderben. Das Licht und die Höllenwache waren verloren. Aber Arafels Weisheit schien hell in der Finsternis und bahnte allen den Weg. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie. Jetzt hat wieder Let's Play Darksiders 2 100%. Sprich, alle Sammelobjekte und was so an Erfolgen möglich ist, nehmen wir natürlich mit. Ich hatte Nachfragen gehabt, welche Trophäe oder besser gesagt, welcher Erfolg nicht möglich ist. Ich habe, glaube ich, dummerweise es noch nicht geschafft, auf ein Video zu antworten, aber für die Stammzuschauer schon mal. Ich habe es wieder vergessen, den Namen. Ich habe den Namen vom Erfolg vergessen. Das ist sozusagen die Platin-Trophäe eigentlich letztendlich auf der Xbox mit hab alles erledigt, hab alles gemacht und die haben halt, ja, die ist halt buggy. Die ist halt buggy. Ich entschuldige mich, ich werde es noch in den Kommentaren beantworten. Macht euch da nichts draus, das kommt auf jeden Fall. Dauert immer nur ein kleines bisschen. Ihr seht ja selber, mein Kanal ist ja ganz gut besucht. Ganz gut besucht in der letzten Zeit auf alle Fälle und deswegen dauert es manchmal mit den Kommentaren beantworten, leider ein klein wenig, aber wie gesagt, das ist halt diese eine Trophäe, die halt der eine Erfolg, der nicht zu schaffen ist. Aber wir werden natürlich den ganzen Rest hier mitnehmen und diejenigen auf der PlayStation, die haben dann halt auch das Glück, dass sie dann halt wirklich auch die Platin-Trophäe mit nach Hause nehmen können. So, jetzt kommen wieder Kämpfe. Ich überlege gleich, ob ich gleich zum Anfang mich dafür entschuldige, wie scheiße ich spiele oder ob ich das einfach mal sein lasse. Ich glaube, ich lasse es sein. Ganz einfach deswegen, weil ich bin jetzt hier momentan noch sehr unzufrieden, aber gut, diesen verdorbenen Champion habe ich auch gerade das erste Mal als Gegner. Und was für eine Reichweite der Kerl hat, das war mir halt einfach nicht so richtig bewusst gewesen. Und das wird. Da mache ich mich jetzt also nicht so verrückt drum. Dann trinken wir halt einen Heiltrank mehr, was soll's, ne? Spült ja den Magen durch oder wie auch immer, keine Ahnung. Auf alle Fälle hauen wir den jetzt hier um irgendwann nochmal. Wird er tot umfallen. Ich hab's ganz stark von. Oh, ja, er hat aber wieder dieses Scheiß. Ich weich noch ein bisschen zu spät aus momentan. Aber wie gesagt, ich hatte auch echt gedacht, ich habe ein kleines bisschen mehr Zeit jetzt zum Ausweichen. Irgendwie nicht so. Aber wurscht. Ja, oder ich. Oder ich, ne? Das wird eng da oben auf dem Lebensbalken. Ich hole mal ein paar Freunde. Ich hole hier mal ein paar Freunde her. Die sollen sich mal ein bisschen kümmern da. Zumal ja auch, wenn ich meine Täubchen wieder rufe, ich ja zum Glück bin. Ey, ich bin rechtzeitig gesprungen. Wahnsinn. Zumal ja meine Täubchen auch mein Leben wieder ein bisschen auffüllen. Ich wollte jetzt nicht gleich wieder hier den nächsten Trank einschmeißen. Und geht auch ohne. Ne? Gleich ist er weg. Gleich ist er weg. Fall einfach um, Junge. Fall einfach um, den Zuschauern zuliebe. Ne? Also geht auch. Danke dir dafür. So. Oh, der kommt mehr. Ich wollte mich gerade hier auf die unheilvollen Handschuhe des Froststürmers, oder wie sie hießen. Na gut, aber dann gleich mit Gulis und Helm doch mal dran hier. Aber mit dem anderen. Nein, die Magier hinrichten. Sehr schön. Klasse. Aber was man definitiv merkt, dass ich hier dieses. Was Todesengel-Set oder was ich in der letzten Folge angezogen habe, dass ich das trage, weil. Dafür, wie viel Damage ich fresse, geht es doch noch so einigermaßen von, wie mein Lebensbalken nach unten wandert. Das hält sich noch so ein bisschen grenzt. Gut, auch wenn ich jetzt wieder den nächsten Trank reingeschmissen habe. Ah, die sind auch böse, Jungs. Die sind schon ein bisschen böse, habe ich das Gefühl. Und nochmal Bullies rausholen, wenn da immer noch zwei sind, dann, ne, wir wollen ja hier mal die Zahl. Er springt auch so schnell runter, verdammt nochmal. Ja, anstürmen kannst du ruhig, mein Junge. Da schaffst sogar ich das auszuweichen. Und schon wieder. Ah! War er da rechtzeitig down? Down? Den Schaden habe ich nicht bekommen. Was haben wir hier? Magus-Talisman. Oh, Magie 22. Und Gesundheit beim Hinrichten, obwohl ich noch viel zu selten hinrichte. Ich glaube, ich brauche einfach mal irgendwie mehr auf plus Hinrichtmöglichkeit. Halt, falsche Taste. Gucken wir mal, das Ding ist aber nicht schlecht. Was trage ich denn hier? Ich nehme den einfach mal. Ich trage hier momentan diesen Hordensucher da, oder? Was haben wir hier? Ja, die Handschuhe. Ach, Handschuhe des Feuers, nicht des Frosts. Aber die brauchen wir nicht. Ansonsten werde ich mal offscreen mir mal ein paar Tränke kaufen gehen, glaube ich. Sollte ich mal auf alle Fälle machen.
Dieser Fred, dieser Hansel, mit dem haben wir bestimmt noch zu tun. Mit dem haben wir bestimmt noch zu tun, ne? Ach, hier wieder Glühwürmchen. Wo mal raus, Glühwürmchen weg. So geht das. Wunderbar. Noch wieder Glühwürmchen. Ja, die lassen mich wenigstens gut aussehen, ne? Und perfekt, eine Seite aus dem Buch der Toten. Nummer 33 mittlerweile. 40 sind es an der Zahl. 33 haben wir schon mal beisammen. Fehlen auch nur noch 7, bis wir das komplett haben. Sehr schön. Ja, also nach und nach wird's. Nach und nach wird's hier. Oh, da haben wir wieder so eine Reinigungskugel. Und bitte. Oh. 3 Stück gleich. Konzentrieren. Ah, geil! Cool! Oh, ich hoffe, der bleibt unten. Bleibt der unten? Bleibt der unten. Bitte bleib unten. Bitte bleib unten. Komm, ich will noch einen hinterher schmeißen. Ah, da traue ich mich gerade nicht ran. Nee, nee, nee. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ja gut, dafür, dass jetzt hier gerade 3 verdorbene Engel sind, bin ich gerade hier recht zufrieden, wie es hier. Zumal ich auch mal dran denke, meine zweite Waffe zu benutzen. Ah, der eine ist nicht hochgekommen. Geil. Finde ich gut. Los, komm, fall du auch runter. Los, komm. Da, ja. Perfekt. Hey, goodie. Eigentlich ein guter Moment zum Schulterklopfen. Das ist die zweite Reinigungskugel, oder? Ja, ich glaube, das ist die zweite. Und Todesgriff ausrüsten, ne? Nicht, dass er hier was Falsches macht und wir dann dumm ins Nichts hineinspringen. Übrigens, für alle, die sagen, ey, finde ich geil, ne? Also ab heute, ne? Ich glaube, ab heute mit PS Plus gratis, ne? Mit PS Plus gratis, Leute, gebt euch das, wenn. Das ist ein guter Deal auf jeden Fall. Und dieses Rätsel, Leute, das kann ich euch jetzt schon sagen. Grauenhaft, grauenhaft. Da habe ich hier schon, oh, gesessen, wie Depp. Wie Depp. Ah, nehmen wir erstmal das Relikt hier mit. Nehmen wir erstmal das Relikt mit. Oh, Glühwürmchen. Weg damit. Noch Hebel drücken, das ist nur eine Abkürzung, wenn was schief geht, glaube ich, soweit ich weiß. Ja doch, sieht auch so aus, ja, auf der Map. Ja doch. So, jetzt hier Seelenteiler. Und dann wird das hier tricky. Das wird hier wirklich richtig tricky. Da habe ich, ich weiß nicht, wie lange ich daran gesessen habe. Wirklich nicht. Lange, lange. Aber jetzt weiß ich es ja eigentlich. Eigentlich weiß ich es jetzt. So, wir nehmen jetzt dieses andere Teil, nehmen wir runter. Damit wir hier ans zweite rankommen. Und dann müssen wir die beiden gegeneinander positionieren, damit es dann vom einen ins nächste geht. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ist jetzt momentan wahrscheinlich gerade vom Erzählen her ein bisschen verwirrend. Aber egal. So, weil jetzt sehe ich nämlich von dem durch das Portal hin durch das andere. Jetzt muss ich das in aufgeladen machen. Das muss aufgeladen sein. Also das muss ein geladenes sein. Was ich jetzt auch haben müsste. Kontrollieren wir mal hier kurz. Da ist das normale, da ist das geladene. Richtig, so soll es aussehen. So, das ist da, das ist da. Und dann können wir jetzt die zweite Wand runterfahren. Ja, genau, richtig. Die zweite Wand runter, weil jetzt seht ihr auch, warum das aufgeladen sein muss. Damit ich über dieses erste Portal drüber wegfliege. So, genau, richtig. Ey, aber wie gesagt, Leute, also das sah jetzt eben gerade nur so Pipifax aus, weil ich halt ja, ihr wisst ja, für die, die das erste Mal zuschauen, natürlich nicht. Ich spiele immer den Level einmal vorweg. Damit ich weiß, wo alle Sammelobjekte sind und damit ich hier so einen Schmarrn, ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, ich habe lange dran gesessen. Ich glaube, es wären 3 Folgen geworden oder irgend so ein Humbug. Ehe ich den Scheiß hier gelöst hatte, meine Fresse. So, da unten geht noch, fließt noch ein bisschen Gülle lang. Oh, noch ein Glühwürmchen. Noch ein Glühwürmchen weg. Weil da wollen wir nämlich nachher auch noch hin. Da finden wir nämlich endlich mal wieder den zweiten Gnom. Also endlich mal wieder ein Gnom. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das schon her ist, dass wir einen Gnom hatten.
Da ist auf alle Fälle einer versteckt, aber erstmal kommen hier wieder ein paar verdorbene Engel. Oh, und die Säumchen. Ich will aber jetzt... Du Säumchen, lass mich mal hier in Ruhe... Oh, scheiße. Blöde Kameraführung gerade. Wenn diese Glühwürmchen explodieren, glaube ich, deswegen muss das Ding echt schnell weg. Die können nichts ab, aber... Ah, wieder falsche Taste, scheiße. Ja, das ist immer, manchmal, wenn ich fokussieren will, dann drücke ich dann dummerweise LB statt LT und ja, dann mache ich Seelenteiler, wenn ich dann X haue. Ja, der geht auch ins Nirgendwo, finde ich schön. Meine Ghouls kümmern sich um ihn hier, herrlich. Na, läuft doch, Goodie hier. Perfekt. Wunderbar, Skeleton Key gehört uns. Sehr schön, das ging noch gut. So, dann können wir jetzt nämlich oben in die Tür rein. Müssen wir erstmal hier ein bisschen Verderbnis beseitigen. Bumm, da ist er weg. Bumm, schalabum. Wie komme ich auf den Bumm, schalabum? Wie doof ist das denn? Na egal. Jetzt ist es gesagt, jetzt ist es zu spät. Glühwürmchen, Glühwürmchen. Oh, viele Glühwürmchen. Ist doch gar nicht dunkel, was wollen die denn hier draußen? Na egal. So, da oben wartet die Skeleton-Key-Tür auf uns. Das sieht auch immer so geil aus, finde ich. Das haben die so geil gemacht von der Grafik, finde ich. Bombe, Bombe, wirklich, sieht aber nur klasse aus. So, jetzt haben wir hier eine Radiuskugel und ein Portal. Und Glühwürmchen. Na, ich glaube, diesmal werden wir schneller durch sein, weil wir hier oben schon am Reinigen sind. So, jetzt, wo war das andere? Das war hier unten irgendwo. Diese andere Reinigungskugel, die da an dem anderen Portal stand. Darunter, glaube ich, ne? Ich glaube, darunter war es gewesen. Ja, 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 klar, das war hier unten, ne? Ja, richtig, perfekt. So, Tür auf. Dadurch verbinden sich die beiden Reinigungskugeln, die beiden WC-Steine und das Wasser ist sauber. Wunderbar. Ich glaube, ich habe zu oft wunderbar gesagt. Sorry dafür. So, jetzt können wir auch durchspringen, dann sind wir gleich wieder oben. Und nee, die Seite nicht. Andere Seite. Andere Seite kriegen wir nämlich gleich noch ein Relikt. Ja, voll den Spoiler habe ich hier alles verraten. Hier gibt es ein Relikt. Einmal runterspringen und da ist es. Relikt von Etugos. Und dann können wir uns jetzt nämlich auch gleich den Gnom holen, den ich euch ja vorhin schon angekündigt habe. So, jetzt ist nämlich das Wasser hier sauber. Vorhin war das ja noch Gülle. Und da ist er. Ich weiß nicht, was wir machen, aber wir haben ihn. 2 von 4. Gnomets Gnome. So, dann können wir wieder zurück. Müssen wir jetzt wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Und irgendjemand von euch hat es auch geschrieben in den Kommentaren, habe ich auch gelesen, ne? Das ist kein Spiel, was man mal eben nebenbei macht. War auch jemand, der auch 100% in beiden Spielen hatte. Das stimmt schon, ne? Das ist schon hier umfangreich, ne? Wirklich überraschend umfangreich. Aber ist ja geil. Ist ja... Oh, ja, da oben haben wir noch einen Stein, richtig. So, Erlösung. Ich weiß sogar schon, wie die Wumme heißt. So, und... Widerstandssteinbissen 6 von 10. Ja, die auch eben gerade schon holen können, nicht Depp. So, und jetzt können wir hier lang. Jetzt können wir hier lang. Jetzt haben wir hier alles mitgenommen, den Gnom haben wir mitgenommen, das Relikt haben wir mitgenommen, den Stein des Widerstands. Und jetzt geht's weiter im Level. Na wie gesagt, so weit ist das von... Oh, Glühwürmchen. So weit ist das von hier aus gar nicht mehr. Also, gestern Überlänge die Folge, heute, ja, ne? Mal gucken, mit den 20 Minuten müssen wir hinkommen, glaube ich. Oh, lila. Magus-Talisman, oh, wieder... 32 Magie, 80 Widerstand, Reaper-Energie beim Hinrichten. Wie gesagt, ich richte noch zu selten hin. Ich richte noch zu selten hin. Ich habe den trotzdem leider direkt ausgerüstet. Ah, hier wieder dieser komische Elektroschorze.
wird bestimmt auch ein furchtbarer Kampf werden, befürchte ich. Ich denke mal, dass er ja irgendwann hier wahrscheinlich am Ende so kommen wird, so als Endgegner oder so. Aber recht klein dafür, ne? Für den Endgegner doch recht beschaulich von der Körpergröße her. Aber das ist ja nicht alles. So, da sind wir schon zurück im Poolraum. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Jetzt kommt schon mal von zwei Seiten sauberes Wasser hinein. Dann müssen wir da die Mitte noch klären. Und dann kommen wir nämlich da durch die Tür durch. So, erstmal hier die Vase kaputt machen. Das gute Porzellan hier zerschlagen. Und da kommt da wieder ein verdorbener Engel. Oh, Goodie. Mann. LT, nicht LB. Vielleicht sollte ich morgen zur Arbeit mal einen Controller mitnehmen und durchgehend LT gedrückt werden, damit ich mich was dran gewöhne. Ey, so ein Schmarrn. Ey, aber gut gemacht. Kaum was gefressen. Herrlich. Noch einer. Komm. Ich weiß jetzt wieder, wofür die Tasten da sind, größtenteils. Ach, schade, der Order. Ey, da wollte ich so sneaky anstürmen. Na gut, dann kriegst du hier halt die Kreissäge, nenn ich's mal. Hat bestimmt einen anderen Namen. Ich nenn's jetzt Kreissäge. So, und da haben wir noch einen Stein. Stein der Macht Nummer 19. Steine der Macht haben wir fast komplett. Und hier bei Widerstand und Dings fehlen uns auch nur noch 6, glaube ich. Noch mal ein paar Fans. Dann hole ich mir auch ein paar Fans. Das ist nur fair, sage ich mal. Jetzt gehen sie aber down, ne? Jetzt gehen sie wirklich down. Das ist ja fast easy peasy. Okay, aber das soll es gewesen sein, weil wir haben jetzt die zweite Seite geklärt und wir haben die 20 Minuten fast voll. Es lohnt sich jetzt einfach nicht, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich sag bis dahin, so long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.